Sei gegrüßt! Willkommen auf Worm Bum Island, Pandoras beliebtestem Urlaubsort. Sobald Lilith und die anderen eingetroffen sind, kann unser Fest zum Fruchtbarkeitstag beginnen. Komm mich besuchen, ja? Hey, Killer, du kannst das Fruchtbarkeitsfest schon mal ohne uns starten. Rick ist noch am Packen und Mordecai versucht, seinen Vogel wieder in den Käfig zu bekommen. Talon, Talon, wenn du in den Käfig gehst, bekommst du auch einen Skagkopf, ja? Wo ist mein Smoking-Shirt? Es ist ein T-Shirt, sieht aber aus wie ein Smoking. Ich trage es immer zum Schwurfen. Kammerjäger, ich melde mich wieder. Werde ich.
sehr schön. Ich habe etwas Schnaps gebrannt. Wir werden bis in die Puppen feiern, wie man so schön sagt. Moment, ich lass dich rein. Gekommen, um mit Hilfe eines Barkids ein paar seltene Geschöpfe aufzuspüren. Wusstest du, dass angeblich ein alter Feind von Brick, Mordecai und Lilith auf der Insel lebt? Oh Gott! Halt, still! Wieder einer weniger! Leute, irgendwas hat sich gerade Hammerlock geschnappt. Ich kann also aufhören zu packen. Mordecai, irgendeine Idee? Vielleicht. Seh dich mal um. Hat Hammerlock irgendwas zurückgelassen? Irgendwas mit seinem Geruch? Etwas Alkoholisches. Riecht nach Kölnisch Wasser und Schnauzbart. Perfekt, okay. Du musst den Fusel in ein Wackedei bekommen. Dazu brauchst du zuerst einen Injektor. Gut. Jetzt spritz Hammerlocks Fusel in ein Wackedei. Er wird dann Hammerlocks Spur aufnehmen. Ein Wackedei-Spürhund? Bist du sicher, dass das funktioniert? Klar, Blatt konnte es. Und jetzt bin ich gerade dabei, es Talon beizubringen. In ein paar Wochen wird er dich und Lil überall aufspüren können. Moment mal, du bringst Talon bei, uns aufzuspüren? Ja, ich habe mir ein paar eurer alten Hemden geholt, sie in Fetzen gerissen und sie Talon gegeben, damit er eure Gerüche lernt. Unter anderem Bricks komisches Smoking-Shirt. Das waren meine guten Klamotten! Jetzt spritz was von Hammerlock Schnaps in das Ei. Wenn der Warkid schlüpft, wird er dich zu Hammerlock führen. Schnauze! Gerade erst geschlüpft und schon total abgefüllt. Der Wackid hat echt das Große losgezogen. Du musst ihm unbedingt folgen. Mal sehen, wo er dich hinführt. Oh, ich hab Talon nicht mehr gesehen, seit seine Federn nachgewachsen sind. Er ist ja so süß. Er ist nicht süß, er ist ein Badass. Aber sei trotzdem sanft zu ihm. Ich glaube, er mag dich. Oh, meinst du wirklich? Er beißt nämlich gerade ziemlich fest zu. Au, 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 jetzt blute ich. Mist, ich hole ihn weg. Nein, er ist so süß. Au, au, ich liebe ihn.
Mann, du bist echt schräg drauf, Mädchen. Anscheinend werde ich von einer riesigen Bestie durch ein Tunnelsystem geschleppt. Über eine Rettung würde ich mich freuen. Sie ist aber nicht zwingend erforderlich. Kreislauf des Lebens und so weiter. Ihm zu viel von Hammerlock Schnaps gespritzt. Er ist wahrscheinlich durchgedreht. Nimm nächstes Mal etwas weniger. Du musst einen neuen Wackit finden und ihm mehr von Hammerlocks Geruch injizieren. Okay. Anscheinend ist er in dieses Tunnelding gekrochen. Schau doch mal, ob du ihm irgendwie folgen kannst. Das ist definitiv ein Transittunnel. Aber der Saft ist weg. Schau dir mal das Wasserrad an. Wenn du es in Gang bringen kannst, müsste es genug Strom liefern. Hey Leute, wo ist Mordecais Rack Ale? Ich kann's nicht finden. Ich hab's weggeschmissen. Was? Du hast mit dem Saufen aufgehört? Ja, ich kann mich schlecht um Talent kümmern, wenn ich die ganze Zeit Hacke bin, klar? Oh, das ist so süß. Du stellst die Bedürfnisse von Talon über deine. Au, jetzt beißt er mich wieder. Au, au. Talon, aus. Ah!
An das Crazy Water Wheel. So, jetzt kannst du ans Water Wheel. Und jetzt verschwinde und komm nie wieder. Tunnel scheint wieder Strom zu haben. Also ab mit dir dadurch. Dann kommst du sicher zu deinem Spürwacket auf der anderen Insel. Weißt schon. Kurzes Update. Ich wurde von den irren Inselbewohnern gefesselt.
Ihr werdet es nicht glauben, aber es scheint so, als sollte ich dem Sohn des Cromarex geopfert werden. Was? Der Sohn des was? Oh, stimmt, du kennst Cromarex nicht. Er war ein Mordskrabbenwurm, den wir uns stellen mussten, nachdem wir General Nox erledigt hatten. Mann, haben wir den oft getötet. Das waren noch Zeiten. Werde ich. Kammerjäger, ich glaube, diese Wilden sind gerade dabei, den Sohn des Cromarex herbeizurufen. Hey Mann, nenn mich gefälligst nicht Wilder! Oh, du sprichst unsere Sprache? Ich dachte... Ich habe meinen Abschluss auf der Eden vor Megaversität gemacht, Summa cum. Also komm von deinem hohen Ross runter! Das war anscheinend immer noch zu viel. Keine Ahnung. Ich kann auch nur raten. Okay, der Wackett sollte hier irgendwo auf der Insel sein. Finde ihn und er wird dich zu dem Ding führen, das sich Hammerlock geschnappt hat. Verdammt, du musst einen anderen Weg hinüber. Nein! Verteidigung! Halt! Nein!
was für dich. Oh, das Ding sieht groß aus. Injiziere Hammerlocks Geruch in das Ei und der Warkit sollte dich direkt zu unserem schnauzbärtigen Freund führen. Super, folg ihm einfach zu Hammerlock. Seltsamerweise hat mir der Sohn des Cromarex kein Haar gekrümmt. Vielleicht will er sich auch nur an den Kammerjägern rächen, die seinen Vater getötet haben. Tja, die Hotelbesitzer haben die Insel gerade unter Quarantäne gestellt. Er muss sich also damit zufrieden geben, von ein paar neuen Kammerjägern gekillt zu werden. Die Konditionierung wirkt nicht mehr. Töte den Warkit. Er ist als Spürhund nicht mehr zu gebrauchen. Hey Leute, erinnert ihr euch noch an den Felsims im Versteck von Cromarex? Oh Mann, der Felsims. Ja, wir konnten von dort aus auf ihn ballern, aber die er kam nicht an uns ran. Das klar, war super. Das helle Licht, das sie nach ihrem Tode gesehen haben, war unsere Digistruck-Technologie. Und keine höhere Macht. Zumindest keine höhere als Hyperion. Ich soll wohl dieser Bestie geopfert werden. Könntest du nachsehen, ob du da unten irgendwo eine Kurbel oder dergleichen findest, womit du mich auf den Boden runterlassen kannst?